Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind wieder auf der französischen Map. Ich bin der Shorty von der Test Area und weiter geht es hier. Zu tun ohne Ende. Also auf der einen Art muss ich ja ganz ehrlich sagen, bin ich froh, wenn ich eine Map gefunden habe, die mir gefällt, dass ich hier von der französischen Map runterkomme. Auf der anderen Art muss ich aber ganz ehrlich sagen, dass sie trotzdem ihr Potenzial hat, ne? Alles Mögliche zu machen. Naja. Was wollte ich tun? Ach, wir gucken erstmal. Da ist die viele Milch. Ja, die Gülle ist leer. Dann kannst du auch zum Hof fahren. So. Das ist schon mal gut. Dann habe ich dich nämlich gleich frei. Du machst immer noch die Grastransportgeschichten. Feierabend. Ja, hier will ich rausspringen. Das ist gut. Obwohl eigentlich... Moment. Stopp. Ich muss mal sehen. Ich will ja diesen Universalverkaufsträger einfach hier hinstellen. Und das soll ja dann auch so funktionieren, dass es relativ angenehm auch zu erreichen ist. Ich mach das jetzt hier, wo so der Traktor steht. Ja, ich guck noch mal ordentlich. Also hier ist alles frei, ne? Wenn ich den hier so hinstelle. Ja. Weil ich habe mir überlegt, warum, wenn Giants vergisst, noch einen Trigger hinzubauen, dass man immer alles verkaufen kann. Warum sollen wir dann darunter leiden? Also habe ich mir überlegt, jo, dreh mal. Dann baue ich mir jetzt hier einfach selber einen hin. Ist ja nicht so schlimm. So, ich stelle den hier hin. So. Da stört er nicht. Habe ich den? Ja. Der ist gut ausgerichtet. Bäm. So. Ja, jetzt muss ich den gleich nur einfahren. Aber das ist ein Kinderspiel. Lass mal die Walze hier. Als was wirst du denn... Als was wirst du denn deklariert? Milch. Verkaufe alles Container. Da ist er doch. Voll integriert. Der Verkaufe alles Container. Und der Preis ist okay. Dann fahre ich den auch so ein. Als Verkaufe alles Container. Diese Baugebietsschleife. Das lasse ich mit dem Baugebiet. Hätte ich sonst ersetzen. Aber ist ja mir egal. So, Aufzeichnung beginnen. Von hier. Nach da. Über den Trigger drüber. So. Nur noch mal genau gucken. Verkaufe alles Container. Jawohl. Verkaufe alles Container. Bäm. Nein, das war nicht richtig. So, 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 so. Mit C. So, gut. Und dann binden wir den wieder an. Hier. Gehen einfach an den Punkt da mit dran. Und dann sollte das funktionieren. So, den sortieren wir jetzt ein bei den Verkaufstriggern. Fertig. Fertig. Jetzt geht uns nichts mehr durch die Lappen. Und jetzt können wir alles verkaufen.
So. Du solltest zu 36. Wir müssen hier walzen. Ich werde später, also, ne, sobald ich es mir leisten kann, die kleine Walze gegen die ganz große eintauschen, habe ich mir überlegt. Obwohl, warte mal, die ganz große. Fünfzig PS. Ja, komm, das kriegen wir. Quatsch. Hier, jetzt Job erstellen. Hier. Öffnen. Wir haben 12 Meter. Ein Fahrzeug auf Kurs. Drei Fahrgewinde auf Bahnbeginn. Hier reicht weich. Bei dem großen Feld. Generieren. So, speichern. Feld 36 Walzen mit 12 Meter. So. Stein sammeln, Walzen, düngen, etc. Erster Wegpunkt, Abfahren einstellen und müsste eigentlich relativ gut funktionieren. Ja, es geht. Es ist nicht mehr so schlimm wie sonst. Jetzt hat das. Jetzt hat das. Und ich kann jetzt hier sagen, verkaufen vom Kuhstall die Milch. Verkaufen an. Verkaufen alles Container. Milch. So. Problem gelöst, gell? So verdienen wir jetzt Geld mit der Milch noch. Wir müssen nicht warten wie blöd, machen wir halt den Direktverkauf. Und mit dem können wir jetzt auch was machen. Gülle ist verkauft, den Güllecontainer bringen wir weg. Güllecontainer. Güllefass. Müssten wir auch das große nehmen eigentlich, ne? Wie war das denn? Wir haben den kleinen 37, das große kostet 52. Da passen 21.000 Liter, 15.000 Liter. Ja, das sind 6.000 Liter mehr, ne? Na, eins nach dem anderen. Wir werden hiermit jetzt striegeln. Und zwar striegeln wir die 44, das Rapsfeld. Weil 36 wird gewalzt. Und wenn er auf der 36 fertig ist mit Walzen, können wir die 36 striegeln. Und dann können wir die 44 walzen. So halt. 44 und erster Wegpunkt. Und das löschen wir raus. 44, Kurs laden. Hier. So und so. Und läuft. Sehr gut. So, hier können wir auch bald striegeln. Wenn das Gras abgesammelt ist. Pause. Pause. El Valsico. Bei 12 Meter sind. Ne? Wenn die Felder größer werden, 12 Meter sind wenig. Wenn die Felder größer werden. Das ist so. Da machst du nix. So, der war leer. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Kriegen wir hier einen günstigen Zyklus hin? Schauen wir mal. Wenn ich mir das mal so angucke, im Prinzip ist der Kuhstall schlecht gebaut, ne? Der braucht an der Seite Platz, der braucht vorne Platz, der braucht an der anderen Seite braucht der Platz. Und du musst eigentlich im Prinzip hier drumherum fahren können, um das bisschen Weide, ne? Ist schon, na, der muss dann echt frei stehen, dass du da überall rankommst. Naja, so, jetzt wollen wir mal schauen.
ob ich da jetzt eine Direktverbindung einbaue, ich denke nicht. Weil anscheinend klappt das auch so. Ja, langsam. Ganz langsam. So, komm. Und verkauft. Läuft. Na, gibt doch Geld. Also keine Verschwendung, ne? Nicht schlecht. Zack. 18.124 Euro. Für so einen kleinen Anhängerladung, ne? Und er kommt von hier aus wieder weg. Nee, nee. Und dann kann er direkt wieder zum Kuhstall oder nicht? Zumindest bremst er ab. Ah ja, er blinkt schon. Er blinkt schon. Okay, das passt so. Das passt so. Du bist am Striegeln, du bist noch am Gras sammeln. Du bist aber mit Gras sammeln da gleich fertig, ne? Du bist am Walzen. Walzikowski. Okay. Dann lassen wir mal noch. Gut, das kleine Stückchen Acker ist jetzt fertig. Und dann machen wir dem großen Stück weiter. So. Dann ändern wir auch um. Das muss ich anmachen. Das muss ich anmachen. Er kann gleich rüberfahren, ist ja nebenan. Aber wenn man nicht schwadet, ne, da kann man mal sehen, die Ecken, wie unordentlich die sind. Aber extra schwaden macht auch keinen Sinn. Ne? So, dann geht's hier weiter. Den Fermenter füllen. Das dauert. Leider. Es ist, wie es ist. So, die Milch ist verkauft. Haben wir gutes Geld mit verdient. Kann man nicht meckern. Haben wir eine Alternative gefunden. Haben wir einen alternativen Ausweg. So. Wir könnten jetzt, damit es schneller geht, den zweiten Ladewagen holen. Und dann das Gras sammeln unterstützen. Der Striegel ist ja in Action. Die Walze ist ja auch in Action. Ich schicke den einfach hinterher. Ne? So. Feld 40. Und dann am Ende anliefern. Hier gibt es den Kurs Feld 40 Mehl. Das ist der Wegpunkt. Und fahr los. Ach hier, Knöpfchen drücke. Drücke die Knöpfchen. Damit das da funktioniert. Warum du überall das Feld verlässt. Nur nicht da, wo du sollst. Mit Auto Drive. Das. Keine Ahnung. Das stellt sich mir noch nicht dar. Aber ja. Auch Auto Drive ist noch in einer Beta-Version. So. Machen lassen, ne? Das Walzen wird noch ein paar Momente in Anspruch nehmen hier. Aber der Striegel ist fertig. Also kriegt er jetzt einfach den Auftrag schon mal bei der 38 zu striegeln. Da ist ja leer. Oh. Alles klar. Wir müssen bei der 38 noch den Kurs zum Striegeln selber erstellen. Er ist doch gar keiner vorhanden. Dieses war 15 Meter. Ein Fahrzeug auf Kurs.
Zwei Vorgewinde sollten reichen. Generieren. So. Kurz speichern. Feld 38 Striegel mit 15 Metern. Bam. So. Ja, sollte klappen. 38, zack und zack. Erster Wegpunkt ist ja drin. Ne? So, dann, ne? Bipping. Und dann kann er hier striegeln. Hatte ich jetzt weich oder scharf? Habe ich nicht drauf geachtet. Aber ist auch nicht so wichtig. Ist auch nicht ganz so wichtig. Schön, wie er das macht. Das sehen wir dann beim nächsten Mal, ne? Ob weich oder scharf oder. 12 km/h. Wie gemütlich. So, das Sammeln läuft. Und das Walzen läuft auch, ihr Lieben. Dann war es das für heute. Haben wir halt einen neuen Verkaufsträger heute gesetzt. Weil sonst kriegten wir ein paar Sachen halt nicht verkauft. Und ne, Kraft eigener Arroganz. Damit das hier weitergeht im Spielgeschehen. Ihr lieben Dank wieder fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs dabei sein. Freue mich schon auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal. Das motiviert mich und kommt damit uns allen zugute. Ich war, bin und bleibt der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.